als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird's etwas kennen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ich habe noch nie so gefroren. Mann, ich komme mir vor wie in einem Kühlschrank. Jetzt halt dein Maul und bleib wach. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Erweitertes Realitätstraining online. Fass mich mal und Arkham City auch. Die Fledermaus! Mehrere Insassen wurden ausgeschaltet. Batman lebt. Hättest du dir mehr Mühe geben sollen? Ich weiß, was gegen alles ist. Kann nicht so schwer sein. Wieso gehst du da nicht? Hast du gerade recht zu mir? Ich glaube schon. Ja, nicht mit dir hätte ich reingebracht. Wenigstens wisst ihr, auf was ihr euch da einlasst. Und ich kann euch eins versprechen. Ihr bleibt für immer. Dich reinprügeln. Hört zu, ihr Vollidioten. Und hört gut zu. Wie ihr wisst, ist Mr. J... Er ist nicht mehr er selbst. Und das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der seinen Genesungsprozess stört. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann... Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen.
Ich wusste es. Du bist nichts als eine halbe Portion. Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Dumme kleine Fledermaus, wer soll dich jetzt noch retten? Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen.
Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Meinst schlimmer als sonst? Schnauze! Was ist, wenn nicht jemand hört? Na und, so wie sich das alles anhört, weilt er nicht mehr lange unter uns. Wenn's erst soweit ist, werde ich mich Two-Face anschließen. Wieso solltest du das tun? Der ist noch irrer als Joker. Wenigstens weiß man bei Joker, dass er immer einen Plan hat. Two-Face wirft einfach nur die scheiß Münze. Ja und, was glaubst du passiert, wenn der Joker erst tot ist? Hast du etwa Lust, für Harley Quinn zu arbeiten? Sie ist okay. Irgendwie heiß. Die ist eine verdammte Irre. Und sie wird trauern. Sie wird dich umlegen, weil du nicht mittrauerst. Vielleicht wird er ja gesund. Es kommen doch ständig neue Ärzte. Sie könnten ein Heilmittel finden. So was passiert? Möglich. Vielleicht auch nicht. Aber was immer auch geschieht, wir werden uns entscheiden müssen. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hättest dich mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Hammer. Harley? Komm, Mr. J. Würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Naja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan. Ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman. Mehr nicht.
Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Kinderspiel. Wenn Batman stirbt, gehört uns die Stadt. Batman! Es ist Batman! In Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker.